Da, 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 da. Willkommen zurück zu Toonstruck Kumpel. Da, da, da. Ja. Willkommen zurück zu Toonstruck. Zuletzt haben wir ein Stückchen, beziehungsweise zwei Stückchen Butter von Margarine bekommen, weil wir dieses metallende Dingsbums da wieder beschaffen konnten. Und zwar mit dem Magneten, was sich in einem Heuhaufen versteckt hat, links neben dem Butterer. Und ja, wir haben hier noch natürlich hier einen Handschuh, einen Hammer. Das hier war der absolute Oberbringer. Mit dem schönen Magneten. Das hat Ewigkeiten gedauert, bis ich ihn bekommen habe. So. Mir ist auch noch eingefallen, dass wir doch in dieser ruckelnden Spielhalle eventuell mal mit dem Hammer hier draufhauen können. Vielleicht schaffen wir es ja dann mal. Dürfte ich Ihrem Kraftometer mal einen verpletten? Klar, nur zu! Ah. Hier ist Ihr Glückshammer. Ich hab meinen eigenen. Nein, danke. Ich habe meinen eigenen mitgebracht. Hey, niemand hat nichts davon gesagt, dass Sie Ihr eigenes verfluchtes Werkzeug mitbringen dürfen. Außerdem hilft Ihnen dieses sperrige Ding auch nicht weiter. Das werden wir ja sehen. Wie mein alter Papp schon immer gesagt hat. Fingerfertigkeit, du blöde, nichtsnutzige Qualle. Und immer das richtige Werkzeug benutzen, das die Aufgabe erfordert. Außerdem stinkst du wie eine faule Muschel. Ein weiser alter Herr, mein Papp. Darauf wette ich. Also schlage ich vor, Sie nehmen das Ding jetzt runter, bevor ich... Was? Na, na, na. Immer dran denken, wir sind hier in Niedlingen. Genau. Bevor Sie sich Ihren armen, kleinen Rücken überdehnen. Oh, aber wenn Sie das Ding benutzen wollen, nur zu. Oh, Krusch, Krusch, hatten wir denn einen kleinen Unfall? Nein. Jetzt packen Sie das böse, böse Dings da lieber weg, bevor Sie sich noch wehtun. Oder mir vor Lachen alles wehtut. Nee. Also brauchen wir ein bisschen Power. Und wo bekommen wir Power? In Jim's Gym. Dann also zurück ins Trickreich. Und auch das arme Fluffy Schnuckelhäschen. Oh, das ist Fluffy Schnuckelhäschen. Oh, wie umwerfend. Ah, dieser Humor. Wo wollten wir? Achso, Trickreich. Für den Wolf brauchen wir ja auch noch hier diese Champagner-Lumpe oder was, oder Wein oder was das war. Und das kriegen wir nur aus der Spielhalle. So, aber dazu brauchen wir Kraft. Und dazu müssen wir ihn hier irgendwie dazu bringen, dass er uns aufnimmt. Damit wir hier... Schnauler, du Schnecken! Was? Was, Pferd? Ein Sprungpferd. Mhm. Na, na! Das ist meine persönliche Ausrüstung. Bring mich nicht dazu, dir wehtun zu müssen. Ein Sprungpferd. Hm. Der Typ schafft es wirklich jede Menge. Was? Der Typ schafft es wirklich jede Menge. Achso, wenigstens Robins haben wir ja schon. Hm. Hallo, Jim, alter Kumpel. Ihr müsst mich verwechseln. Ich bin weder alt noch ein Bergmann. Was, Bergmann? Ach so, Kumpel. Ah, okay. Hier dürfen wir. Ihr Pumpotron ist also die beste Bodybuilding-Maschine im ganzen Trickreich? Nein, im ganzen Universum. Oh. Dürften wir es denn mal ausprobieren? Natürlich nicht, du Spargelwicht. Mhm. Nur für Mitglieder. Ja, wie werden wir denn Mitglied? Prima. Wo können wir uns eintragen? Nirgendwo, du Zwergenpo. Schade, was? Hohoho. Arschloch. Teufel auch. Ihre Übung da sieht aber reichlich gefährlich aus. Also, wenn ich das machen müsste, ich hätte Angst, mir den Hals zu brechen. Ja, das müsste dem mal passieren. Aber Sie haben ja keinen, also brauchen Sie sich da auch keine Sorgen. Es ist für mich völlig ungefährlich. Ich halte meine Ausrüstung in Topform. So wie mein Body. In diesem Falle, wenn es keine Mühe macht,
Also ich würde diese Übung gerne nochmal sehen. Einverstanden, ihr Ziergelanden. Ich führe sie euch noch einmal vor, damit ihr seht, was ihr niemals erreichen werdet. Dasselbe Video, oder? Er springt ja da drauf. Dreht sich da rum, dreht sich da rein. Mit schönen Pirouetten. Jipp. Danke, danke. Dun, 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 dun. Na, wie war's? Schon ist aber sehr Sonne. Beeindruckend. Allein die Tatsache, dass diese kleinen Stummelärmchen im Barren Halt finden konnten, war uns allen eine große Inspiration. Puh, also wirklich. Allein schon das Gefühl, direkt neben jemand so Erstaunlichem zu stehen, hat mich völlig fertig gemacht. Schleimer. Ich leg mich jetzt besser ein wenig aufs Ohr. Jo. Ich staune ja nur, dass sie überhaupt so lang durchgehalten haben. Irgendwas können wir, weil wir können doch hier irgendwas mit diesem Pferd machen. Das ist meine persönliche Art. Vielleicht kaputt machen? Es muss einfach einen besseren Weg geben, mein Gehirn anzukurbeln. Hä? Ein riesiger Hammer. Ja. Von Wreck Me. Woher sonst? Irgendwas muss doch hier gehen. Was müssen wir denn hier machen? Geht hier überhaupt irgendwas? Sterne würden keinen Sinn machen. Handschuh, kann ich ihm eine kleben? Nee. Irgendwas muss doch... Es muss einfach einen besseren Weg geben. Ach so, nee. Hier kann sich einreiben mit... Oh, es leuchtet. Fast alles geht besser mit Butter. Ah. Ein Sprungpferd. Das ist meine persönliche... Jetzt hat er das mit Butter eingerieben. Jetzt rutscht er vielleicht weg. Ich bin wieder... Grüß dich, klappriges, trauriges Mandel. Mandel. Komm und bete mal da meiner schwollenden Muskeln. Hier, mach nochmal den lustigen... Sagen Sie, Jim, es wäre Ihnen nicht möglich... Nein, was sag ich denn da? Ein beschäftigter Kerl wie Sie. Was liegt an, Weihnachtsmann? Spuck aus, worauf du rumkaust. Naja, könnten wir die Übung bitte nochmal sehen? Bitte. Selbstverständlich. Ja doch, einmal noch. Na jetzt aber, jetzt wird's doch lustig. Haha! Und... Jipsala! Oh. Heiß? Upsala! Bravo! Bravo! Oh, müssen's schon fort? Kommen Sie mal wieder rein, wenn Sie weniger Zeit haben! Cool, jetzt ist er weg. Noch. Der Mann hinterlässt einen bleibenden Eindruck, wohin er auch geht. Dibidum, psch. So, können wir jetzt vielleicht den Pumpotron nehmen? Und wie fühlt es sich an, körperlich in spitzenmäßiger Spitzenform zu sein? Hast du mal ein Aspirin da? So, nu? Jetzt können wir hier das Ding stemmen, oder wie? Es muss einfach einen besseren Weg. Ein riesig... Ja, sicher nochmal. So. Sicher. Muckis. Mal, du bist hier, um einen Auftrag zu erledigen, nicht um Mr. Universum Konkurrenz zu machen. Du erinnerst dich, Dumpf, ja?
Wieso haut er immer dagegen? Können wir auch dagegen hauen? Nee. Okay, einmal noch, weil es so schön ist. Mal! Ja, das hatten wir schon. Du erinnerst dich! Yep. Da dumm. Genau. So. Jetzt kann man doch bestimmt das komische Ding stemmen. Oh, unterdessen? Oh! Ach du! Ach du Heiliger! Ach du Heiliger! Ach du, das sieht ja... Was für eine Katastrophe! Was hast du gesehen? Wir sind wieder da! Na, wenn das nicht das dynamische Duo höchstpersönlich ist! Ja! Ihr seht ja mal wieder umwerfend aus, Jungs! Ah. Die Scheune ist ja ein einziges Katastrophengebiet. Lass mich raten. Widerlus? Wer sonst? Er hat alles in Sichtweite mit seinem widerlichen Strahl gezappt. Ein Zap-Zap hier und ein Zap-Zap da. Hier ein Zap, da ein Zap, überall ein Zap-Zap. Überall ein Zap-Zap. Du musst ja schreckliche Angst gehabt haben, dass Widerlus dich auch zappen würde. Zap. Hatte ich auch. Nur gut, dass ich so schnell weggelaufen bin. Ja, gut, dass du... Weggelaufen? Nur ein kleiner Scherz. Tja, wir müssen dann mal weiter. In Ordnung, Jungs. Aber vergesst euren Freund die Fütterscheuche. Niemals. Haltet mich auf dem Laufenden. Als ob ich überhaupt laufen könnte. Ja, du bist ein Spaßvogel, Scheuche. So, jetzt gehen wir doch mal hier rein. Was ist denn... Ach du! Margatrine? Polyester? Masomarga? Und Peitschenpolly? Peitschenpolly! Bestien der Bestrafung! Was geht denn? Erspar mir nichts! Boah! Das Liebesrad! Alter! Ach, die alte Geschichte. Kuh trifft liebenswertes Schaf, Kuh und Schaf werden übeliert, die Kuh entwickelt sadomasochistische Neigungen, das Schaf wird in einen üblen Sumpf aus Fesselung, Auspeitschungen, Bodypiercing und Warzenpropellern gesunken. Hab ich bestimmt schon 100.000 Mal gesehen. Alter. Das Unglücksrad. Gefährlich aussehendes Gebräu. Ey, das gibt's nicht. Alter. Hallo, die Damen. Damen? Naja, theoretisch jedenfalls. Alter, was ist denn hier passiert? Widerlus hat den Stall getroffen, stimmt's? Etwa ein halbes Dutzend Mal, würde ich sagen. Und ich habe mich nie besser gefühlt. Fester! Fester! Klopft das alte Rindfleisch richtig weich! Böse Kuh! Böse Kuh! Wie gefällt... Flachs, wir können hier nicht nur rumstehen. Da hast du völlig recht. Flachspeitschenknall wild meldet sich zum Dienst. Gib's mir! Flachspeitschenknall. Klopf mir die Steaks weich. Boah. Hört mal, ihr da. Fester! Das geht doch auf keine Kuhhaut. Das kann einfach nicht gesund sein. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Eine Kuh, die Leder trägt, das passt einfach nicht. Verzeiht mir, Herrin, aber ich kann einfach nicht fester schlagen. Dann benutze etwas anderes, du wertloses Insekt. Aber ich habe doch schon alles ausprobiert hier im Stall. Habt ihr etwas, was wir nehmen könnten? Einen Tacker? Eine Zange? Flammenwerfer? Ich glaube, ich habe irgendwo noch meinen Knipser für die Zehennägel. Vergiss es. Murr! Mehr, du sanftes Schaf! Nein. Ja, ist ja gut jetzt. Was ist denn mit eurem Turbobutterer los? Auch wenn ihr mich für verrückt erklärt, ich könnte schwören, da kommt Leim raus. Natürlich! Kannst du denn nicht lesen?
Das ist ein Turbo-Leimkocher. Hm? Damit stelle ich den besten Leim der Welt her. Der am schnellsten trocknet. Hm? Der am strengsten riecht. Ich weiß, dass du ihn willst. Aber du bekommst nichts ab. Warum nicht? Diese lächerliche Peitsche. Da muss es doch etwas Besseres geben. Steht doch ganz groß hier, Leim. Mehr, du sanftes Schaf! Muh! Muh! Das ist ein Lammer. Muh! Schlag mir die Sahne! Muh! Muh! Sag mal, wo ist eigentlich Lanob? Ja, sieht ihm gar nicht ähnlich, sich fortzubewegen. Lanob? Der ist etwas aus dem Leim gegangen. Sehr sogar. Oh, oh. Ich habe Lanob eine ganze Zeit schon nicht mehr gesehen. Aber er muss hier irgendwo stecken. Ach, hast du auch das Gefühl, dass sie uns irgendwas verheimlichen? Das ist schon okay so. Wenn es das ist, was ich vermute, wollen wir es auch gar nicht wissen. Oh, oh. Bestraf mich, Peitschenpolly. Ich bin ein böses Mädchen gewesen. Also dann, bis später mal. Es war sehr beunruhigend bei euch. Vorsicht mit der Peitsche. Ihr könntet jemandem wehtun damit. Peitschenpolly. War das nicht mal ein Butterer? Leim? Einfach mal mitnehmen? Oh. Leim muss man sich verdienen, du Wurm. Was hast du denn schon für uns getan? Gib's mir! Lanob. Der ist garantiert hier zu Leim verarbeitet. Was ist das denn? Dem Totenkopf nachzuurteilen, scheint das kein Dünger mehr zu sein. Da stecke ich meine Hand nicht rein. Können wir denn vielleicht? Wer braucht schon Dünger? Ich nehme lieber dieses Zeug mit. Gefährlich aussehendem... Eine Gießkanne voll gefährlich aussehendem Zeug. Okay. War das nicht mal ein Butter? Ah, das hat man ja schon. Junge, ja. Junge. Puh. Was haben wir jetzt hier? So ein Giftilumpe. Achso, wir wollten ja genau... hier rein. So, und jetzt bitte noch einmal. Dürfte ich Ihrem Kraftometer mal einen verpletten? Aber klar. Klar, nur zu! Hier ist Ihr Glück. Nein, danke. Ich hab mein Ei. Ah. Bäm, Junge! Wuhu! Au. Oh. 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 Ja! Trotzdem gewonnen. Was? Das ist unmöglich! Ich meine, naja... Also, gratudingstalliere und so. Glaub ja nicht, ich sei beeindruckt. Ach. Du weißt ja, was man über Jungs sagt, die einen großen Hammer brauchen. Okay, Krakengesicht, wo ist unser Chablis? Ja, hier. Hier habt ihr euren blöden Wein. Danke. Hey, das ist kein Chablis. Was? Hier steht, das ist Captain Blaubeers Pflaumenwein. Ja, und ich hoffe, ihr erstickt beide daran. Aus der freundlich. Wenn man dem Spielhallenkassierer glaubt, ist der Mist hier Wein. Hm. Haha. Der ist nur kaputt. Wie viel Spaß kann einem so ein kaputtes Kraftometer schon machen? Knifflig, sagte die Thought. Insgesamt würde ich den Spaßquotienten eines kaputten Kraftometers bei etwa 1,5 ansiedeln. Warum willst du das überhaupt wissen? Will ich ja gar nicht. Oh. Ups.
Ich kann wohl meine eigene Kraft nicht einschätzen. Und das Ding da kannst du auch nicht. Ja. Zumindest jetzt nicht mehr. Cool. Was, Glocken? Die Glocken des Kraftometers. Können wir die mitnehmen? Cool. Glocken. 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 So, wie sieht's denn mit der Zeit aus, meine Freunde? Okay, 20 Minuten haben wir jetzt gespielt. Also möchte ich jetzt erstmal sagen, hier machen wir erstmal wieder Schluss. Quatsch beiseite. Hier machen wir wieder Schluss. Kleine Unterbrechung. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Haut rein. Fahrt nicht bis auf ein Auto. Und ach ja, bevor ich es vergesse. Tschüssili.